Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir. Und wie ihr es euch gewünscht habt, gibt es heute 5 coole Bauernhofbauideen. Und wie immer, Freunde, falls ihr jetzt noch eine coole Idee habt, die ich vielleicht im nächsten Video bauen könnte, dann ab damit in die Kommentare. Außerdem würde es mich noch riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, weil das wirklich immer extremst hilft. Und wer es noch nicht getan hat, der kann den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Gut, Freunde, genug gelabert. Dann würde ich auch schon sagen, fangen wir direkt an mit Nummer 1. So, Freunde, wir fangen einfach mal ganz simpel und einfach an. Und deswegen wird Nummer 1 eine Vogelscheuche. Dafür platzieren wir erstmal einen Zaun auf den Boden und packen oben drauf einen Strohballen. Jetzt machen wir hier vorne an den Strohballen einfach ein Zauntor, klappen dies auf und links und rechts an die Seite einfach ein Hebel. Jetzt machen wir auf den Strohballen drauf eine Kürbislaterne. Zum Schluss machen wir oben drauf noch eine Eichenholzstufe und an alle 4 Seiten einfach eine, eine Fichtenholzfalte, die einfach den Hut darstellen soll. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fertig mit dieser wunderschönen Vogelscheuche. Und ich muss sagen, die Vogelscheuche lässt das ganze Feld hier einfach auch nochmal so ein bisschen interessanter aussehen. Und ja, Freunde, dann sind wir auch schon fertig mit Nummer 1 und ich würde sagen, wir springen auch direkt zu Nummer 2. Nummer 2 wird ein kleiner, gemütlicher Pferdestall. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Grundriss des Pferdestalls und dafür bauen wir erstmal 1, 2, 3, 4 Steinmauern hier in so einem Quadrat auf. Immer jeweils mit 3 Blöcken Abstand und gehen dann einfach noch überall einfach 1 in die Höhe. Habt ihr das gemacht, Freunde? Platzieren wir überall oben drauf einen Fichtenholzzaun. Einmal so, so und so, damit es bei euch dann so aussieht. Und verbinden die jetzt vorne mit 3 Fichtenholz-Zauntoren. Einmal so. Und dann bekommt ihr halt hier diese coole Welle, sage ich einfach mal. Und hier an den Seiten machen wir links und rechts ein Zauntor und in die Mitte einfach einen normalen Zaun. Und dasselbe machen wir einfach hinten genauso. Also wieder in die Mitte ein Zaun und links und rechts wieder ein Zauntor. Und hier natürlich wieder genauso. Ich finde einfach, das Ganze sieht dann so etwas interessanter aus und nicht halt so, wie man es gewohnt ist, einfach diese ganz normalen Zäune, wobei das hier sowieso nicht funktionieren würde. Deswegen machen wir einfach so diese Variante und haben dadurch auch ein ausgefallenes Zaundesign. Gut, Freunde, jetzt gehen wir von dem vorderen Pfeiler noch 1, 2 Blöcke nach rechts und platzieren erneut eine Steinmauer. Hier machen wir jetzt diesmal 2 Fichtenholzzäune obendrauf, einmal so und auf der anderen Seite einfach genauso. Das sollen einfach die Stützen darstellen, die dann später das kleine Vordach halten sollen. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich sagen, können wir uns auch schon direkt dem Dach widmen. Und dafür machen wir hier auf den vorderen Pfeiler einfach eine Stufe, dann eine umgedrehte Stufe und wieder eine normale Stufe. Dasselbe auf der anderen Seite auch, so dass sich die beiden Stufen dann quasi in der Mitte so fast treffen. Und hier in den Zwischenraum platzieren wir einfach 1, 2, 3 Stufen, die die beiden Dachseiten dann miteinander verbinden. Hier in die Mitte machen wir jetzt eine Laterne hin, damit die Pferde auch später im Dunkeln was sehen können. Im nächsten Schritt, Freunde, benötigen wir hier diesen entrindeten Eichenstamm. Den werden wir jetzt einmal von hier bis ans andere Ende durchziehen, also einmal so. Und dasselbe machen wir hier genau auf der Seite auch. Auf die Rückseite machen wir genau wie vorne auch wieder hier dieses Dachmuster, also quasi einfach so, und hier in die Mitte wieder eine Laterne. Jetzt müssen wir hier die beiden mittleren Blöcke auch noch verbinden. Das machen wir auch wieder mit dem entrindeten Eichenholzstamm, also einmal so. Und die Treppen hier unten an der Seite verbinden wir noch mit den Stufen auf beiden Seiten, also einmal so und hier wieder genauso. Und was jetzt noch fehlt, Freunde, sind einige Falltüren, die wir einmal hier drauf platzieren, dann oben drauf und hier auf der anderen Seite genauso. Und dann würde ich sagen, Freunde, sind wir auch schon mit dem grundlegenden Dach fertig. Jetzt machen wir noch an alle 4 Seiten hier oben einfach jeweils 2 Falltüren dran. Und jetzt im letzten Schritt gehen wir einfach ganz kurz hier in den Pferdestall rein und machen hier ans Ende eine Falte, die wir umklappen und auf der anderen Seite genauso. Wer möchte, der kann das Ganze hier noch etwas dekorieren und zum Beispiel einfach hier oder so einige Strohballen platzieren, damit das Ganze einfach ein bisschen mehr nach Bauernhof und so aussieht. Und was jetzt noch fehlt, Freunde, sind natürlich die Pferde. Die platzieren wir einfach hier 1, 2 Mal rein. Und damit wir die beide jetzt auch noch an die Leine nehmen können, machen wir hier oben einfach 2 Zäune hin. Und schon können wir die Leine einfach hier oben anbinden. Das andere Pferd auch. Ups, hier komm her. Und hier auch oben dran. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fertig mit dem wunderschönen kleinen Pferdestall. Und machen auch direkt weiter mit Nummer 3. Nummer 3 wird nämlich ein super einfacher Apfelbaum. Und ja, ich weiß, Freunde, ein Apfelbaum ist nicht das allerkrasseste, was man irgendwie bauen könnte. Aber Freunde, glaubt mir, es war echt schwer, 5 Dinge rauszusuchen, die irgendwas mit einem Bauernhof zu tun haben. Aber Freunde, was wäre denn ein Bauernhof ohne einen super schönen Apfelbaum? Deswegen pflanzen wir zuerst einen super simplen Eichenholzbaum, einmal so. Und by the way, falls ihr euch fragt, wieso die Blätter bei mir so anders aussehen, das liegt einfach daran, dass ich hier dieses, das Better Leaves Texture Pack benutze.
Und das fügt hier einfach diesen Laubblöcken noch diese Dinger hinzu, damit diese einfach etwas runder aussehen und man somit einfach schönere Bäume in Minecraft hat. Für den nächsten Schritt brauchen wir wieder hier so einen Kopf. Den bekommt ihr, indem ihr euch wieder einen Command-Block gebt, einmal so. Dann fügt ihr einfach hier den Command ein, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, drückt auf Fertig und löst das Ganze mit einem Hebel aus. Und schon solltet ihr diesen wunderschönen kleinen Apfelkopf bekommen haben. Den Kopf werden wir jetzt einfach hier mehrfach ringsherum ganz kunterbunt einfach überall einmal rum schön verteilen. Also halt einfach hier ganz kunterbunt, wie ihr möchtet, überall ein paar von den Köpfen platzieren und am besten hier auch ein, zwei auf den Boden, weil es ja auch mal durchaus vorkommen kann, dass einige Äpfel vom Baum runterfallen. Und ja, dann sind wir auch schon fertig mit dem Apfelbaum. Also wirklich super schnell und super einfach. Aber ich muss sagen, hier durch die ganzen schönen Äpfel sieht der Baum einfach nochmal viel, viel cooler aus und nicht so stinklangweilig wie ein ganz normaler Laubbaum. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir auch schon direkt weiter mit Nummer 4. Nummer 4 wird, denke ich mal, die Nummer, worauf sich die meisten hier am meisten freuen. Und zwar bauen wir jetzt einen richtig coolen Traktor. So, Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Reifen an. Und dafür bauen wir hier aus diesen Schwarzsteinziegelblöcken einfach so eine Art Plus, also einmal so. Und machen jetzt jeweils in die Ecken immer eine Schwarzsteintreppe dran, damit ihr hier diese Art Reifen bekommt. Und den Block in der Mitte machen wir allerdings wieder weg. Jetzt gehen wir hier ein, zwei Blöcke nach rechts und platzieren einige Hilfeblöcke, die wir später wieder abbauen können, also einmal so. Und platzieren jetzt folgendermaßen die Treppen, also einmal so, dann obendrauf eine und hier wieder genauso und obendrauf. Damit ihr quasi auch wie hinten nur in etwas kleiner diese Art Reifenform bekommt. Die Hilfsblöcke können wir einfach, wie gesagt, wieder abbauen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dasselbe machen wir einfach 1, 2, 3 Blöcke entfernt. Auf der Seite genauso. So, dann sollte es bei euch ungefähr so aussehen, also hier 3 Blöcke Abstand. Und dann hätten wir auch schon mal die grundlegende Reifenform fertig. Und jetzt machen wir weiter mit der Grundform des Traktors. Und dafür verbinden wir hier die beiden Reifen mit diesen Steinstufen, also einmal so. Und erweitern diese hier nochmal um eine Reihe. So, dass ihr dann hier so ein 3x3 Quadrat habt. Vorne dran machen wir einfach noch eine Stufe, also einmal so. Und jetzt bauen wir hier hinten einmal 1, 2, 3, 4 Stufen in die Höhe. Bauen die unteren beiden wieder ab. Und wer hätte es gedacht, die beiden Reifen verbinden wir einfach auch wieder mit diesen Stufen, so dass wir wieder auch wie vorne ein 3x3 Quadrat haben. Und dann würde ich sagen, machen wir hier vorne mit der Motorhaube weiter und dafür platzieren wir einfach hier links und rechts neben der Stufe zwei Eichenholz-Falltüren und platzieren auf die beiden Falltüren eins von diesen blauen Holzbrettern drauf. Ihr könnt hier natürlich auch jeden anderen farbigen Block nehmen, den ihr möchtet. Wenn ihr zum Beispiel einfach einen roten oder einen blauen oder einen gelben Traktor wollt, dann macht die ganzen Schritte, die jetzt noch kommen, einfach mit den Farben, die ihr möchtet. Zwischen die beiden Blöcke kommt wieder eine Stufe und dort hinter ein Amboss. Nun jetzt noch hier links und rechts eine Eisenfalte drauf und die beiden Holzblöcke erweitern wir nochmal hier um eins, also einmal so. Und platzieren oben drauf eine Treppe. In die Mitte machen wir jetzt auch eine Treppe, allerdings diesmal eine Quarztreppe, also einmal so. Im nächsten Schritt verbinden wir hier die beiden Dinger einmal mit einer Art U, also so ein U. Und die Mitte füllen wir einfach mit Quarzblöcken auf. Und damit das Ganze einfach etwas mehr Abwechslung bekommt, platziere ich hier in die Mitte zwei von diesen blauen Holzblöcken, also diese blauen Holzstämme. Das müsst ihr auch nicht machen, wenn ihr nicht möchtet, aber ich finde, so sieht das Ganze einfach etwas interessanter und abwechslungsreicher aus. Jetzt füllen wir hier auf beiden Seiten noch die unteren drei Blöcke aus, damit wir hier nicht reinschauen können. Hier wieder genauso. Und jetzt kommt noch hier oben auf die beiden weißen Blöcke noch ein weißer Teppich. Jetzt würde ich sagen, bauen wir hier vorne schon mal die beiden Scheinwerfer. Dafür einfach hier einen Rahmen dran, einen gelben Block rein und hier wieder genauso. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zur Fahrerkabine. Aber zuerst entfernen wir nochmal hier diesen Block und ersetzen den durch eine Andesit-Treppe einmal hier so. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich genauso. Also den Block hier weg und die Andesit-Treppe hier so rein. Jetzt aber wirklich hier zur Fahrerkabine und dafür machen wir erstmal hier wieder so eine Art U, also einmal so. Aber die beiden hinteren, äußeren Blöcke ersetzen wir einfach hier durch diese Stämme von vorne auch, damit wir auch hinten etwas Abwechslung haben. Und hier in die Mitte machen wir einfach wieder einen Quarzblock, damit wir uns hier diesen weißen Strich in der Mitte quasi beibehalten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit dem Hinterteil weiter. Und dafür platzieren wir einfach hier in die Mitte wieder eine Stufe und hier links und rechts eine Eisenfalltür. Jetzt braucht unser Traktor natürlich noch Rücklichter. Und die machen wir wie vorne auch wieder mit einem Rahmen. Und diesmal einen Redstone-Block rein, der da das rote Rücklicht darstellen soll. Und hier rechts natürlich noch genauso. In die Mitte platzieren wir einfach hier eins von den blauen Schildern. Einmal so. Und hier nach oben hin gehen wir noch eins in die Höhe mit dem Quarzblock. Und links und rechts eine blaue Treppe. Und ich sehe gerade, Freunde, eigentlich könnten wir hier den mittleren Block auch noch durch den Quarzblock ersetzen, damit wir hier auch durchgehend diese
weiße Linie haben. Auf jeden Fall jetzt im nächsten Schritt bauen wir schon mal die Glasfront von dem ganzen Traktor und dafür gehen wir in der Mitte ein, zwei Blöcke nach oben mit den ganzen Glasblöcken. Das sind hier by the way die grauen Glasblöcke. Dann noch hier links und rechts einen, hier und hier. Und hier hinten in der Mitte. Die verbinden wir einfach noch hier mit den Glasscheiben. Einmal hier so und so. Damit das Ganze einfach etwas ja, abgerundeter aussieht. Dann noch hier in den Zwischenraum auch wieder zwei Glasscheiben. Und hier genauso. Und ganz vergessen, hier links und rechts natürlich genauso. Jetzt brauchen wir zwei Quarzstufen, die wir einmal hier und einmal hier platzieren, also hinten. Und jetzt hier ringsrum platzieren wir einfach überall welche von diesen Eisenfalltüren. Einmal hier schön ringsrum. Und das Loch in der Mitte machen wir natürlich auch noch zu. Dann, bevor wir es vergessen, machen wir noch hier in die Hinterreifen jeweils immer einen Amboss rein, der dann einfach so die Felge des Reifens darstellen soll. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und wenn wir schon mal hier sind, bauen wir dann jetzt noch hier so eine Art Kotflügel drüber, also einmal so. Und auf der anderen Seite natürlich wieder genauso. Jetzt fehlt noch auf einer der beiden Seiten einfach so eine Art Auspuff. Den machen wir einfach hier drauf. Also 1, 2, 3 von diesen Schwarzsteinmauern und oben drauf ein Eisengitter, der das Ganze einfach nochmal abschließt. Und jetzt können wir den ganzen Traktor noch etwas verschönern und einige Details hinzufügen. Dafür machen wir einfach hier noch an die Seite einige von diesen Schildern dran. Einmal da und dann vielleicht noch hier unten. Hier hinten dran auch nochmal. Und hier unten auch nochmal. Und dann natürlich wieder hier an die Seite. Und mir fällt gerade auf, da hinten sieht man einfach den anderen Traktor, den ich vorhin einmal vorgebaut hatte. Weil ich ja die ganzen Sachen, die ich euch hier zeige, immer einmal selber für mich vorbauen muss, um zu gucken, wie ich das Ganze baue und ob das Ganze dann im Endeffekt auch gut aussieht. Auf jeden Fall kommt jetzt im nächsten Schritt noch hier an diese beiden Glasblöcke einfach ein Hebel dran und oben eine Glasscheibe, die einfach so die Seitenspiegel des Traktors darstellen sollen. Und nun noch hier an die Seite einen Knopf, der zum Beispiel einfach den Griff der Tür oder was auch immer darstellen soll. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fertig mit diesem wunderschönen Traktor. Und ich denke, auf dem einen oder anderen Bauernhof wird der hier bestimmt ziemlich, ziemlich cool aussehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall meine Lieblingsbauidee aus dieser gesamten Folge hier, weil der wirklich super, super cool aussieht. Und schreibt auf jeden Fall mal jetzt eure Lieblingsbauidee aus der Folge in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir auch schon direkt weiter mit Nummer 5. Nummer 5 wird wieder eine super einfache und simple Bauidee. Und zwar bauen wir jetzt eine einfache Schubkarre, die, denke ich mal, auf keinem Bauernhof fehlen darf. Und dafür platzieren wir einfach einen Komposter, vorne dran einen Schleifstein, hinten dran dann noch ein Zauntor, was wir einmal aufklappen, was dann die Henkel darstellen sollen. Und an beide Seiten eine Falltür, die wir einmal einklappen, die dann halt die Räder darstellen soll. Und schon sind wir auch mit der Schubkarre fertig, also super, super simpel. Jetzt können wir noch in den Komposter einige von diesen Weizenkörnern reinpacken, damit das Ganze sich hier etwas füllt. Und das dauert hier ein bisschen. Einmal hier so, damit halt in der Schubkarre auch etwas drin ist. Und damit das Ganze nicht so leer aussieht, können wir einfach noch hier oder so einfach so eine Art Misthaufen oder sowas hinbauen, hier aus diesen Seelenerdeblöcken und diesen Blöcken hier einmal so. Ich weiß nicht. Sieht vielleicht ganz cool aus, wenn hier noch so eine Art Haufen steht. Und die Schubkarre halt einfach nicht so alleine hier einfach so random rumsteht. So weiß man auf jeden Fall direkt, was die Schubkarre hier zu suchen hat. Und ja. Und damit, Freunde, sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wie immer würde es mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren, um in Zukunft keine meiner neuen Videos zu verpassen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann schreibt doch gerne mal eure Lieblingsbauidee von dem Video in die Kommentare. Ich lese immer wirklich alle Kommentare durch und beantworte auch fast jeden, je nachdem, wie ich es halt schaffe. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein und ciao.